Und ich darf Sie hier im Raum als auch Sie im virtuellen Zoom-Raum ganz herzlich begrüßen zu unserer sechsten Vortrag in der Vortragsreihe Einführung in die Digital Humanities hier an der WWU in Münster, die ich gemeinsam mit Felicity Jentsch und Angelika Lohwasser, die heute nicht im Raum ist, organisiert habe. Die sechste und letzte Sitzung. Und wir freuen uns mit Thorsten Hildmann, einem alten Bekannten. Jetzt kommst du mal kurz ins Bild, damit die Leute im Zoom-Raum auch sehen können. Also mit Thorsten Hildmann, einen alten Bekannten hier in Münster, zurückbegrüßen zu dürfen. Thorsten Hildmann stelle ich gerne vor. Er hat bis ins Jahr 2000 mittelalterliche Geschichte, Philosophie und Psychologie an der TU Dresden studiert. Er war bis 2003 Stipendiat am Europäischen Graduiertenkolleg 625 mit dem Titel Institutionelle Ordnung, Schrift und Symbole, auch auf Französisch, Ordre institutionnel, écrit et symbole, gemeinsam von der TU Dresden und der École pratique des hautes études de Paris. Dann war er bis 2008 zuerst freier Mitarbeiter und dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Paris. In der Zeit hat er 2005 seine Dissertation verfasst zum Thema zwischen Heroldsamt und Adel, die Kompendien des Office d'Armes im französischen und burgundischen Spätmittelalter. Also wir haben hier einen Medievalisten vor uns stehen. Und anschließend 2010 bis 2013, mittlerweile schon in Münster, hat er ein eigenständiges DFG-Projekt gehabt zum Thema die anderen Könige, der Königsbegriff als sozialer Ordnungsbegriff in Frankreich und Deutschland am Ende des Mittelalters, 13. bis 16. Jahrhundert. Und jetzt fragen Sie sich, was hat das alles mit Digital Humanities zu tun? Ja, er weiß es selbst auch nicht mehr, doch. Ne? In der Juniorprofessur, die er dann hier ab 2013 in Münster am historischen Seminar hatte und gleichzeitig war er Dilter Fellow der Volkswagen Stiftung mit dem Projekt Die Performance der Wappen zur Entwicklung von Funktion und Bedeutung heraldischer Kommunikation in der mittelalterlichen Kultur. Da wird es dann wirklich digital. Ne? Da kann ich mich auch noch daran erinnern, als du das mal bei uns vorgestellt hast. Und 2019 wurde er dann Professor for Digital Humanities in den Geschichts- und Kulturwissenschaften hier in Münster und gleichzeitig auch Leiter des Service Center Digital Humanities SCDH in Münster. Also da haben wir es dann, das Digitale schon und jetzt natürlich umso mehr ab 2020 Professor for Digital History an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Digitale wird auch in seinen Mitgliedschaften, von denen ich zwei jetzt mal rausgegriffen habe, deutlich, um sozusagen dieses Doppelinteresse Medievistik und Digital Humanities zu zeigen. Er ist stellvertretender Sprecher der AG Digitale Geschichtswissenschaft im Verband Deutscher Historikerinnen und Historiker sowie stellvertretender Sprecher im NFDI-Konsortium oder in der Initiative. Es ist ja noch Konsortialinitiative NFDI for Memory. Wir haben letzte Woche über das Forschungsdatenmanagement gesprochen und da das Thema NFDI auch schon gehabt. Können wir vielleicht, weiß nicht, was du sprichst, eventuell in der Fragerunde zurückkommen auf das Thema. Publikationen kommen natürlich auch noch. Die Dissertation habe ich schon genannt, das spätmittelalterliche Heroldskompendium. Wir haben Herausgeberschaften zu spätmittelalterlichen Wappenkunde, Heraldik, entsprechende Aufsätze und da eben auch wieder eine Verbindung zu den Digital Humanities, das Thema digitale Medievistik. Also ganz eng an deinen beiden Interessen, Aufsätze zu Semantic Web, Text Reuse, Standardisierung von Daten. Und da einen Titel möchte ich dann ganz besonders nennen im VHD-Journal 2020 mit dem Titel, der eben sehr gut passt zu unserer heutigen Sitzung. Daten, 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 wie die Digitalisierung die historische Forschung verändert. Und ich denke, das ist ein schöner Übergang zu deinem Vortrag heute mit dem Titel Quellen, Datenmodelle, Grundlage und Konsequenzen der Datafizierung in den Geisteswissenschaften. Lieber Thorsten, du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank für die nette Einführung und für die Freunde der Medievistik. Also es kommen zwei, drei Beispiele vor, obwohl ich sagen, jetzt mit der neuen Position auch sozusagen, wenn man die ganze Bandbreite mit dem Blick hat und entsprechend wird sozusagen alles, aber auch Mittelalter dabei sein. Genau, also es geht um Quellen, es geht um Modelle und es geht um Daten. Und ich möchte ganz kurz anfangen, sozusagen mit einer kleinen Einordnung, wo zumindest wir uns verorten könnten, nämlich, dass die Digitalisierung vorbei ist oder am Ende der Digitalisierung, weil wenn wir sagen, uns Gesellschaft angucken und Kultur anschauen, sehen wir nicht nur, dass es
gang und gäbe, ne, die Liste der wertvollsten Unternehmen, dass es nur nach Tech-Unternehmen sind, dass aber auch beispielsweise gesamte politische Diskurs digital läuft oder fast nur noch digital läuft. Und der aber auch, Sie sagen, entsprechend in der Realität und in unserer Lebenswirklichkeit niederschlägt. Ne? Also bei solche Dinge wie QAnon wären ohne digitale Medien, ohne soziale Medien, Digitalität nicht denkbar, aber führen sozusagen zu massiven konkreten Ereignissen wie den Sturm auf das Kapitol. Ne? Was sozusagen all das ohne Digitalität nicht denkbar und deswegen sozusagen schon längst in der digitalen Gesellschaft. Das Gleiche gilt für, wie Sie wissen, für Kunst und den Kunstmarkt, für die Finanzen. Wenn wir gerade sozusagen den Ukraine-Krieg anschauen, dann haben wir auf jeder Seite, also auf allen Fronten im Sinne von sowohl was Propaganda angeht, was sozusagen andere Operationen angeht, wie beispielsweise das Gefangene getötete in Telegram-Kanälen gezeigt werden, beispielsweise, oder man Russen oder russische Eltern sich nach ihren Kindern erkundigen können, bis hin zu der ganzen Waffentechnik, die durchdigitalisiert ist, wie dass man eben nicht mehr eine Kanone hat, die eine Kugel schießt, sondern eben sagen, die Geschosse auch digital gesteuert sind mit GPS und sagen, automatisch oder sagen, halbautomatisch digital gesteuert ihr Ziel finden. Ja, auch das als Beispiel. Oder in der Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation, dass es zumindest während der Pandemie dann beispielsweise Tagungen dann auf Gaffertown gab, wo wir sie hier zumindest an dem Beispiel sehen, was auch dann gut besucht war, ne, weil jeder Punkt ist dann ein Teilnehmer. Oder wer auf der DHD war, das war ja auch ganz gut umgesetzt, als sozusagen ein virtuelles Meeting. Und das muss man, wenn man jetzt in Berlin ist, sagen, selbst die Verwaltung ist digital. Und zumindest gibt es sich Mühe, digitaler zu werden. Ne? Also von daher sagen, Ausgangspunkt ist, dass wir schon längst in einer durch und durch digitalen Welt leben. Und die Frage ist, was das für die Geisteswissenschaften bedeutet. Ja, und wir haben einerseits sagen, für uns GeisteswissenschaftlerInnen einerseits einen neuen Rahmen, sowohl für soziale wie für kulturelle Interaktionen. Und damit letztlich auch sozusagen neue soziale, kulturelle Mechanismen, die wir untersuchen können. Das heißt, unser Gegenstand verändert sich. Und genauso wichtig ist aber auch in einer längeren Perspektive, dass sich durch die Digitalisierung und Retrodigitalisierung auch sagen, unser Zugang zu den Quellen, aber auch unser Umgang mit den Quellen, mit sozusagen den Artefakten, mit den Objekten, mit denen wir uns auseinandersetzen, verändert. Wenn wir uns anschauen, was wir jetzt an genuinen digitalen Quellen jetzt haben und was gerade auch, aber ich denke nicht nur für die Geschichtswissenschaften eine große und bisher nicht wirklich gut adressierte Herausforderung ist, ne, dass wir sagen, eigentlich alle Quellen, die jetzt entstehen oder in den letzten 10, 20 Jahren entstanden sind, genuin digital entstanden sind. Ja, also angefangen von allen Social Media Accounts über Zeitungen, Zeitschriften, Blogposts, Podcasts. Ne? Also man könnte, glaube ich, eine Geschichte der Pandemie nicht machen, ohne die ganz verschiedenen Podcasts mit einzubeziehen. Wie insgesamt Podcasts sozusagen jetzt eine ganz neue eigene Form von gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzung sind. Ne? Wir haben solche Dinge wie WhatsApp und SMS. Dann sieht man auch sozusagen, dass die auch eine durchschlagende Wirkung auf die Realität haben, wenn man Sebastian Kurz anguckt, der genau über diese WhatsApp dann am Ende gefallen ist. Die Protokolle vom Bundestag sind digital. Es gibt ein GovData-Portal für alle wichtigen Daten oder zumindest die publizierten Daten von der Regierung in Datenform. Und wir haben sowas wie Wikipedia, aber auch Wikileaks. Und andere Formen wie digitale Spiele, Fanlore, Fanfiction als neue Form von Literatur und so weiter. Und wir haben auf der anderen Seite auch retrodigitalisierte Quellen. Und darum soll es jetzt sogar noch ein Stück mehr gehen in dem Vortrag. Also es geht um Quellen, die an sich analog sind, aber dann digitalisiert wurden und uns digital zur Verfügung stehen. Zum Beispiel das Archivportal D zu nennen mit 22 Millionen Objektbeschreibungen. Davon sind 1,2 Millionen Objekte mit Digitalisat. Ja, also 1,2 Millionen Archivstücke können Sie als Digitalisat einsehen, das Archivportal D. Sie haben Sammlungskataloge, beziehungsweise Museumskataloge,
Objektkataloge mit, wie vom Germanischen Nationalmuseum mit über 130 oder fast 130.000 Objekten. Europeana ist auch bekannt, ne, mit 95.000 Handschriften, Digitalisaten, das Zeitungsportal mit 280 Zeitungstiteln oder 240.000 Ausgaben, die Fotothek oder auch die Filmothek. Also sagen, egal mit welchen Art von Quellen wir uns auseinandersetzen, ob Bild, ob Film, Zeitungen, Texte, Handschriften, Objekte, wir finden mittlerweile sehr, sehr viel Material online, was uns zur Verfügung gestellt wird und womit wir umgehen müssen. Ja, und was umgehen heißt, meint dann, dass wir eine ganze Menge neue Methoden haben, die wir dafür einsetzen können. Ja, angefangen sozusagen bei der Auswertung von Bild- und Videodaten mit HTR, OCR, also Texterkennungsprogrammen oder Methoden, Detektion, Klassifikation und so weiter, Gesichtserkennung, Analyse von Körperhaltung. Bei Text- und Audiodaten, die Übertragung von gesprochener Sprache in Text. Aber auch solche Sachen wie Topic Modeling, Intensity Recognition, Text Use Analysis. Also es gibt eine ganze große Bandbreite, um sich mit Texten auseinanderzusetzen, in verschiedenen Methoden. Das gleiche für unterschiedliche Arten von Daten mit Data Mining oder auch mit Geodaten, mit GIS oder GIS-System oder Netzwerkanalyse bis hin zu Businessmodellen, ne, über Linked Data oder Semantic Web. Und das Ganze dann noch verbunden mit einer ganzen Bandbreite von Möglichkeiten und neuen Möglichkeiten für die Visualisierung und Ergebnisdarstellung. Ja, das sind sozusagen all diese Dinge, die wir auf diesen Quellen oder mit den digitalisierten oder datafizierten Quellen machen können, wo wir diese Methoden nutzen können, um damit umzugehen. Aber, und das ist sozusagen der Punkt von der heutigen Präsentation, das alles ist nicht voraussetzungsfrei. Also wir haben über die Quellen gesprochen, wir haben gesagt, die sind zertifiziert oder liegen sie auch mal als Daten vor und wir können sie entsprechend nutzen. Worüber aber am weniger nachdenken, sind tatsächlich sagen, die Daten selbst, ja, und der Weg, sagen wir, den die Quelle von, sagen, von ihrem analogen Zustand zu ihren digitalen Repräsentationen nimmt. Ja, weil das sind, da liegen Strukturen zugrunde, die wir reflektieren müssen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und zum anderen, wenn wir die Daten nutzen und zum anderen, wenn wir selbst diesen Weg gehen wollen, ist er sehr kostenintensiv, zeitintensiv. Deswegen muss man auch auch überlegen, wie man den so anstellen kann, dass man den nicht sozusagen jeder selber nochmal neu machen muss und dass man tatsächlich die Daten am Ende auch mehrfach oder in verschiedenen Kontexten nutzen kann. Geschweige denn sozusagen auch, dass man die selbst angemessen nutzen kann. Ja, also eine Art Blackbox für Daten und Modelle. Und mit denen wollen wir uns jetzt, möchte ich sagen, ja, Ihnen ein bisschen was dazu präsentieren oder mit Ihnen gemeinsam drüber sprechen, ne, was Daten sind. Und als erstes Daten an sich, ne, als symbolische Repräsentation von Informationen. Und die Frage ist, ne, weil wir wollten ja gucken, wie wird eigentlich sagen, aus der einzelnen Objekt, aus unserer Quelle, ein Datum. Ja, und das können wir, wie gesagt, für Texte, Videos, Bilder, Objekte, Töne genauso machen. Und was wir sagen, aber was passiert bei diesem Prozess, ne, von der Umwandlung von analog zu digital? Und genau, das Erste ist überhaupt erst mal zu klären, was Daten eigentlich sind und was Daten beispielsweise von Informationen unterscheidet. Ne, Daten sind Repräsentationen von Informationen. Aber sie werden überhaupt erst zu einer Information, wenn ein entsprechender Kontext oder eine entsprechende Semantik dazu geliefert wird. Ne, Sie haben hier beispielsweise die Zahl 42 und im DH-Kontext hat jeder eine bestimmte Sache im Kopf, aber man kann auch in ganz unterschiedlichen Kontexten ganz unterschiedliche Dinge denken, was die 42 meinen könnte, ne, bis hin zu den Anzahl der Schritten von hier bis zur Tür. Wenn ich ein bisschen Kontext gebe mit Grad Celsius, wird das schon ein bisschen klarer. Dann sind wir sagen schon auf dem Weg zur Information, aber es ist immer noch nicht klar, ob das eine eher gefährliche Körpertemperatur ist oder Badewassertemperatur oder Außentemperatur, die ja auch nicht mehr ganz so selten ist heutzutage. Ja, also je nachdem und erst wenn ich sagen weiß, was mit dieser Zahl oder mit dieser Repräsentation eigentlich repräsentiert wird, dann habe ich eine Information. Davor ist es erstmal ein Datum. Das Datum ist eben die Repräsentation dieser Information. Und wenn wir jetzt sozusagen von den analogen zu digitalen Daten gehen, dann ist es der Weg von kontinuierlichen Daten
zu diskreten Daten. Was sind kontinuierliche Daten? Kontinuierliche Daten sind welche, wo man sozusagen keinen klaren Wert hat, festlegen kann oder sagen, ist sozusagen wie ein Kontinuum, wo ich dann immer feiner reinzoomen kann und immer tiefer zoomen kann, ohne dass ich sozusagen dann irgendwo das endet. Ich kann sozusagen in jedwedem Grad der Exaktheit dann bestimmen, wenn ich das möchte. Das heißt, es gibt sozusagen keinen klaren diskreten Wert, weil ein diskreter Wert ist sozusagen ein eindeutiger Wert. Und das sind beispielsweise, wenn ich eine bestimmte Liste von Werten habe, oder so ein Beispiel dann, also männlich, weiblich, divers, wäre zum Beispiel so eine finite Liste. Oder aber, wenn ich zwar eine unendliche Liste habe, aber die Dinge zählbar sind, also jedes einzelne ansprechbar ist. Ja, das ist wie sozusagen eine Stufe, kann man auch immer genauso sagen, ein Stufenmodell sehen. Das sind dann diskrete Werte. Und was das genauer meint, möchte ich gleich nochmal ein bisschen zeigen, damit das nachvollziehbarer wird. Ja, und was das am Ende meint, ist, dass wir sagen, unsere Quellen letztendlich in einzelne Zeichen repräsentieren oder in einzelnen Zeichen repräsentieren, was am Ende nichts anderes mehr ist als 0 und 1. Und als Beispiel, um das ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, was das meint, dieser Weg vom Analogen zum Digitalen oder vom Kontinuierlichen zum Diskreten, das Beispiel, wie man Schall umwandelt, also gesprochene Sprache beispielsweise, Musik und so weiter. Wo wir hier am Anfang, wie Sie hier unten sehen, das Ganze zeitkontinuierlich haben. Also wir können sozusagen in jedem Punkt immer weiter und immer genauer und genauer definieren. Und das Gleiche auch für die Werte. Und das Ganze wollen wir am Ende sozusagen in lauter 9 und 1 umwandeln. Und das passiert in 3 Schritten. Das eine ist, dass wir überhaupt erstmal sozusagen die Zeit in diskrete Werte umwandeln. Also immer bestimmen alle so und 4 Sekunden oder Millisekunden soll gemessen werden, der Schall. Und dann haben wir sozusagen nicht eine kontinuierliche Linie, sondern wir haben sozusagen festgelegt, aber wir haben davor festgelegt, alle wie viele Millisekunden beispielsweise gemessen werden soll. Und dann haben wir hier schon mal sozusagen die Abtastzeitpunkte. Und dann bilden wir den Mittelwert immer sozusagen für diese verschiedenen Messungen. Und dann haben wir sozusagen für jeden Zeitpunkt einen spezifischen, das heißt einen diskreten Wert. Ja, und Sie erinnern sich, weil ich sagen habe, die verschiedenen Qualitäten von digitaler Musik. Dann kann ich nach festlegen, wie engmaschig beispielsweise das Ganze gemessen werden soll, wie genau das Ganze gemessen werden soll. Aber wenn ich es einmal gemessen habe und einmal umgearbeitet habe, komme ich sozusagen nicht mehr drunter zurück, sondern dann habe ich sozusagen meine Werte, meine Daten, meine diskreten Daten. Mit denen kann ich dann weiterarbeiten. Ja, aber das ist dieser Weg der Datafizierung, dass ich dann, ich müsste sagen, diesen ganzen Prozess nochmal neu machen und alles nochmal genau bestimmen oder sagen, beispielsweise einen feineren Standard anzuwenden. Genau, und am Ende sieht das so aus, und dann haben Sie sagen, genau diese Stufen und die sowohl Zeit diskret, weil es sagen klare Zeitabstände wie auch Wert diskret. Klare Wertabstände oder Werte. Und das Gleiche funktioniert auch in der gleichen Art und Weise für Bilder. Ja, also das ist auch, glaube ich, gut bekannt, dass man ein Bild eben in verschiedene Zeilen zerlegt. Und sagen, jeder Pixelpunkt ist immer nach einer Zeile, verschiedene Zeilen hintereinander. Und wenn man beispielsweise eine Schwarz-Weiß-Grafik als Rastergrafik hat, dann hat man entweder sagen für den Pixel den Wert 0 oder 1. Und damit hat man das Bild repräsentiert. Genau, das Gleiche gilt auch für oder funktioniert in der gleichen Weise für Graustufen, wie Sie hier sehen. Ja, das sind auch lauter Zeilen, wenn Sie sich das angucken, den Array, haben Sie Listen und sagen da jeweils sagen die Listen für die einzelnen Zeilen. Und das ist die Repräsentation, die digitale Repräsentation von dem Bild. Kann jemand erkennen, was es ist? Nee, ne? Ist ein Turnschuh. Ne? Aber so dass Sie tatsächlich sagen, jede Zeile gibt es einen klaren Wert und so wird entsprechend gepixelt, ist es auch, weil je nachdem sozusagen, wie ich die Auflösung dann für das Bild setze. Und das Gleiche für als letztes Beispiel, glaube ich zumindest, für die Farbbilder, wo ich dann einfach nur sagen, für die verschiedenen 3 Farbstufen, für Rot, Grün und Blau das Ganze habe, dafür wiederum Bilder und dann Werte. Und dann habe ich eben nicht nur sozusagen nicht nur einmal sozusagen Zeilen für das Bild, sondern das Ganze 3-mal. Und das wird übereinander gelegt und dann habe ich sozusagen auch die digitale Repräsentation von dem Bild als Daten. Und als letztes Beispiel noch,
Das wird Ihnen auch bekannt sein, die Art und Weise, wie man Text kodiert, über die Zeichenkodierung, beispielsweise UTF-8, wo man für jedes Zeichen, was Sie hier auf der Character-Seite sehen, gibt es einen bestimmten Code bzw. einen bestimmten Binärcode, der dieses Zeichen repräsentiert und der dann im Speicher so abgelegt wird. Ja, sodass Sie, wie Sie hier sehen, Wikipedia dann als eine Zeile von einer Reihe von 0 und 1 darstellen können. Und genau, und so kommen Sie dann von Ihren verschiedenen Quellen zu lauter 0 und 1. Genau, bei der Punkt ist, dass egal, ob wir Texte, Videos, Bilder, 3D-Objekte oder Töne haben, die werden letztendlich alle in Binärcode am Ende gespeichert. Ja, also wir haben es gerade gesehen mit dem UTF-8-Zeichensatz, mit den Rastergrafiken oder bei den Tönen. Am Ende haben wir sozusagen, wenn wir im System ganz tief drin sind, nichts anderes als 0 und 1. Und entsprechend können wir sagen, all diese verschiedenen Medien mit den gleichen Methoden bearbeiten, was wir bisher nie konnten. Wir brauchten ja für alles einen eigenen Zugang, ein eigenes Verständnis, eine eigene Methoden. Und das brauchen wir immer noch, aber wenn wir das auf der Datenebene sehen, dann ist das alles gleich. Und das ist das, was man dann Medienkonvergenz nennt. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt hier sozusagen Bilder, Text, Film und so weiter zeigen kann, weil alles als 0 und 1 repräsentiert wird und durch die Medienkonvergenz alles in einem Medium abgespielt werden kann. Ja, und diese Codes können dann letztlich noch entsprechend über das Netz geteilt werden und dann haben wir sozusagen die moderne Gesellschaft. Gut. Aber das heißt, dass die Art und Weise der Speicherung und Bereitstellung von Informationen sich damit und von Wissen sich damit ändert. Also wir haben im Gegensatz zu dem, was wir im Analogen gewohnt sind, wo wir das entweder aufschreiben, also Sie da hinten machen gerade Notizen auf dem Blog, da haben Sie immer noch die einzelne Information und das Materielle und das Bild alles in einem gepackt, Inhalt und Form. Sie schreiben das in bestimmten Art und Weise in einem bestimmten Schriftbild auf. Und was sich letztendlich mit der Digitalisierung ändert, ist dass wir dann Inhalt oder Inhalt und Form getrennt voneinander haben. Ne, weil alles 0 und 1 repräsentiert werden kann. Und dann kann ich nochmal 0 und 1 sagen, in welcher Art und Weise was präsentiert werden soll. Aber ich habe das nicht mehr wie in einem Buch, wie in einer Inschrift oder was auch immer, dass ich immer nur eine spezifische Form der Repräsentation habe und Material und Inhalt, Material, Inhalt, Form fest miteinander verbunden ist. Aber ich brauche zur Anzeige dann auch eine spezifische Infrastruktur, wie zum Beispiel einen Computer und einen Beamer. Damit aber verschwimmen dann auch die Grenzen zwischen den verschiedenen medialen Formen, wie wir gesehen haben, zwischen Text, Bild, Ton und so weiter. Ich kann das gemeinsam verarbeiten, ich kann das ineinander übergehen lassen. Und weil ich nur als so ein Beispiel von diesen von den Veränderungen und von der Trennung von Inhalt und Form. Das Beispiel von der Webseite, würden wir mit einer normalen Quellenkritik rangehen, würden wir auch definieren oder bestimmen, wie das Ganze aussieht, wie das repräsentiert wird, was wo ist. Und für uns spielt eine Rolle, was fett gesetzt ist, wie breit das ist, welche Bilder gezeigt werden und so weiter. Aber letztendlich ist das völlig beliebig, weil am Ende ist der Hunde einfach ein HTML-Code, der wiederum in UTF-8 kodiert ist und am Ende einfach ein 0 und 1 sind. Ja, und ich kann, wie Sie ja wissen, die gleiche Seite sieht auf jedem Rechner ein bisschen anders aus. Oder ich habe kann das ganze gleichen Inhalt über ein Handy ausspielen oder auf ein Tablet. Und jeweils habe ich eine andere Darstellungsweise und gegebenenfalls auch andere Inhalte. Genau. Und diese Inhalte, diese 0 und 1, die wir gerade gesehen haben, können dann verlustfrei, so häufig man will oder so viel man will und fehlerfrei reproduziert werden. Beispielsweise innerhalb des Internets oder auch sonst abgerufen, gespeichert werden. Damit werden überhaupt Distanz, Nähe und all diese, weil wir haben ja beispielsweise mit der Schriftlichkeit die Möglichkeit, über Distanz zu kommunizieren und mit dem Digitalen das Gleiche, aber wir können zeitgleich kommunizieren, wir können das auch zeitverschoben machen und all diese Grenzen, die wir bisher hatten, heben sich auf. Und was besonders wichtig ist, ich kann all diese Informationen verändern. Dadurch, dass ich einfach
ne, dass ihr nicht in das Material gebunden sind, sondern ihr einfach sozusagen eigentlich elektrische Zustände habt, diese Abfolge von Nullen und Einsen, kann ich ja auch recht einfach verändern immer wieder und damit sagen, die Inhalte ändern, die Darstellung ändern und das Ganze. Ich kann sozusagen abrufen, vervielfältigen, zerteilen, zusammenführen, verlinken, berechnen, darstellen. Ich kann verschiedene Datenquellen zusammenführen und so weiter. Und dass das möglich ist, das ist, glaube ich, auch allen klar, dass man zum Beispiel eine PDF mittlerweile relativ einfach ändern kann, ne, weil es nicht mehr das eingescannte Dokument ist, sondern es wenn ein generisch, digital generisches Dokument dahinter liegt. Oder selbst mit Scans geht das, dass ich sagen dann auch die Möglichkeit gehe, auf das Werkzeug Dokument verändern oder bearbeiten und ich kann es entsprechend dann umschreiben. Aber ich kann das Ganze auch mit Bildern machen, beispielsweise. Wir sehen hier Otto von Bismarck, eine Aufnahme von 1881 als Digitalisat. Ja, also es geht nicht um das Bild, was im Archiv liegt, sondern dessen digitale Repräsentation in 0 und 1, wie Sie gerade hier an der Wand sehen. Und ich kann das entsprechend bearbeiten und dann verändern. Ja, und beispielsweise das mit einem Tool von MyHeritage, mit einem Deep Learning Tool dann aus diesem dem Bild dann ein bewegtes Bild machen und das verändern. Und das kann ich, weil das alles sozusagen digital als Daten repräsentiert ist. Das heißt, ich kann ganz viel damit anstellen und ganz viel mit diesen Daten machen, Gutes wie Schlechtes. Und dann stellt sich die Frage, ja, wie wir eigentlich Daten aktuell verwenden. In der Forschung, in den Geisteswissenschaften. Und dann kann man sehen, ne, wir haben, wie gerade gesagt, all diese Sachen können als, werden letztlich als Binärcode repräsentiert. Und das ist das, was wir sagen, Datenschicht nennen können, ne, wo unsere Daten abgelegt sind, wo sagen, all diese Informationen, die aus den Quellen sagen, in den Daten repräsentiert werden, zugänglich sind. Was wir aber nutzen, ne, ist eher sagen, auf so einer Präsentationsschicht, wir nutzen verschiedene Anwendungen, um dann sozusagen diese Quellen zu simulieren oder deren Anwesenheit zu simulieren oder diese als Gegenstand wieder zu simulieren. Ja, auf einer Präsentationsschicht gucken wir uns dann sozusagen die gleichen Quellen wieder an und benutzen die aber in der gleichen Art und Weise häufig in der klassischen Hermeneutik, wie wir das bisher getan haben, nämlich sagen, einer analogen Gebrauchslogik folgend, indem wir Texte als Texte lesen, Bilder als Bilder sehen und entsprechend verschlagt wurden und so weiter und letztendlich sagen, jedes einzelne Objekt für sich bearbeiten, wie wenn wir eine Bibliothek wären, nur es ist eine digitale Bibliothek, die Sachen sind zugänglicher, sind medial zugänglich, aber die Arbeitsweise und die Methoden bleiben letztlich die gleichen, wie wir sie verwenden. Also wir erhöhen nur die Quantität dessen, was wir machen können oder was zugänglich ist, aber die qualitative Arbeit bleibt dann die gleichen Schritte. Ja, und wir betrachten dann letztendlich das Output nur auf einer Präsentationsschicht und nehmen dabei an, mit dem Objekt zu arbeiten, obwohl natürlich das gleiche Objekt in jedem Rechner, in jedem Kontext, in verschiedenen Tools immer wieder unterschiedlich angezeigt wird. Wir haben vielleicht noch zwei Beispiele dazu. Wenn Sie sich die eigentlich sehr schöne, wichtige Datenbank zu den Verhandlungen des Deutschen Reichstags anschauen, dann haben Sie eine große Datenbank mit allen Mitgliedern des Reichstags, mit allen Informationen, die Sie dafür brauchen. Sie können die auch entsprechend durchsuchen und kriegen die Sachen angezeigt. Nur was Sie nicht haben, sind die Daten. Ne? Also Sie können nicht die Daten runterziehen, sondern Sie können das eigentlich nur wie ein Buch verwenden, so ein Buch Plus, wo man im Register schneller lesen kann oder suchen kann. Und wenn wir uns den Bereich digitalen Editionen anschauen, aber das ändert sich glücklicherweise mittlerweile, dann sieht man auch, dass abgesehen davon, dass viele der Editionen, zumindest Greta Franzini zusammengetragen hat, gar nicht auf TEI setzen, dass aber auch von denen, die mit XML-TEI arbeiten, nur ein Drittel oder so tatsächlich auch die Daten bereitstellen. Ne? Sonst geht es immer sozusagen um die Anzeige und die Logik, die Gebrauchslogik, die dahinter ist, ist immer noch eine analoge. Es geht darum, dann vielleicht neben einem gedruckten Buch letztlich auch eine Webseite bereitzustellen, wo ich die Informationen, die Texte zugänglich habe. Und durch die kann ich mich dann klicken und die kann ich dann genauso benutzen, wie ich ein Buch benutze, nur bequemer von zu Hause. Aber dass ich mit den Daten arbeiten könnte, sagen, das ist bisher sagen, wenig
in den verschiedenen Projekten mitgedacht. Aber es ist hoffentlich was, was sich ändern wird und dann spätestens beispielsweise, ne, bei vorhin gerade angesprochen, mit von Memory oder im Rahmen der NFT auch das Bewusstsein gestärkt wird, nicht nur sozusagen eine Präsentation der Daten zu geben, sondern auch die Daten selbst, dass man dann entsprechend weiterarbeiten kann. Weil was kann man damit dann machen? Wenn wir auf der Datenebene weiterarbeiten, können wir eben genau diese verschiedenen Methoden, von denen ich vorhin sprach, dann anwenden. Also von der Textanalyse, wie nennt Entity Recognition, Topic Modeling und Text Reuse Analysis und so weiter. Das gleiche für die Bildanalyse, für Data Mining, für Netzwerkanalyse und so weiter. All das können wir sozusagen anwenden auf der Datenebene, wo wir sagen, die ganze Bandbreite der Informationen zur Verfügung haben, die zu den Daten abgelegt sind. Und wir können sie dann immer noch präsentieren, nur eben verändert. Weil letztendlich, ne, ob ich hier bin oder hier, beides sind veränderte Darstellungen der jeweiligen Quelle und geben die Quelle nicht wieder. Nur kann ich hier die Darstellung sozusagen noch augmenten und noch verändern und bestimmte Punkte noch herausheben oder Analysen, Ergebnisse herausziehen und die entsprechend präsentieren. Genau. Und das heißt aber, sagen, wenn wir mit den Daten arbeiten, also Datenebene ernst nehmen und sagen, die Datengrundlage unserer sagen, datafizierten Quellen ernst nehmen, stehen uns jede Menge neue Möglichkeiten zur Verfügung, wenn wir die Eigenschaften des Digitalen nutzen, ne, dass es veränderbar ist und so weiter. Ein Beispiel dafür, gehen wir mal ein bisschen schneller durch die Beispiele, wenn wir die Germania Sacra nehmen. Den gibt es einerseits als Druck, wir haben die als PDF, ne, das war sagen, die nächste Stufe, die dann bereitgestellt wurde. Und sie wurde dann als Datenbank bereitgestellt. Aber das Schöne ist, in dem Projekt von der Germania Sacra wurde das Ganze auch als sagen, mit einer Datenschnittstelle versehen, sodass ich tatsächlich auch mit den Daten arbeiten kann. Ne, also ich kann entweder mir alle Domherren von Münster von 1350 bis 1520 als Liste anschauen, jeweils reinklicken, gucken, was haben die gemeinsam, wenn ich beispielsweise wissen möchte, wo die sonst noch Ämter hatten, um die Reichweite sagen, des Domkapitels zu analysieren. Oder ich kann mir das Ganze als Daten runterziehen, ne, in dem Fall dann als Turtle, RDF-Daten. Ich kann die gegebenenfalls auch anreichern mit Informationen aus der GND oder aus Wikidata, mir dann die Geodaten dazu hinzufügen und dann kann ich mir das Ganze noch visualisieren, ja, und kann sehen dann sozusagen, dass am Anfang das Netzwerk noch relativ weit reichte und dann sagen zusammenklappt auf einem sehr lokalen oder eher lokales Niveau. Und ich kann sozusagen dann diese Daten, die ich in der Germania Sacra gefunden habe, nach meiner anderen Perspektive auf eine andere Art und Weise visualisieren und auf diese Art und Weise eben für meine Forschung nutzen. Ein anderes Beispiel, um Ihnen dann auch zu zeigen, dass trotzdem, wenn ich das dann mache, wenn ich solche Methoden einsetze, die Prinzipien trotzdem meines Arbeitens sich grundlegend ändern, ist beispielsweise die Text-Reuse-Analyse. Wenn es darum geht, herauszufinden, wie in der Historia Francorum von Raimond de Guillet die Bibel verwendet wird. Ja, das kann ich einen analogen Zugang machen. Und das wäre sozusagen die analoge Arbeitsweise, wie sie dann auch hier empfohlen wird, dass man erstmal die Bibel mehrfach durchlesen sollte, um sozusagen den Geruch der Bibel oder sagen ein Verständnis für die Bibelstellen zu bekommen. Und sich damit sozusagen bekannt zu machen, diesen Flavor auf die Biblical Language zu bekommen, um genau diesen Flavor dann wieder zu erkennen oder Sachen auch im Gedächtnis zu haben, was eigentlich sozusagen mögliche Stellen sind, worüber es gehandelt wird, um das dann sagen, verbinden zu können. Ich kann das aber auch mit einer digitalen Methode machen, Text Reuse Analysis, wo ich das Ganze in kleine Segmente zerlege, den Text. Gegebenenfalls auch normalisiere und so weiter. Und diese Segmente, ne, von der, also jetzt zerlege die Bibel in kleine Segmente, ich zerlege Freimund in kleine Segmente. Und all diese Segmente vergleiche ich dann gegenseitig, ob sie identische Muster finden für Buchstabenfolgen oder Wortfolgen oder sagen bestimmte auch in den gleichen, in den verschiedenen Segmenten, die ich vergleiche, dann die gleichen Wörter vorkommen. Beispielsweise. Und auf diese Art und Weise kann ich das dann sagen, die Texte miteinander vergleichen und neue Stellen finden, was bei
was uns zumindest dann gelungen ist in den Aufsatz dazu, den wir da veröffentlicht haben, wo wir zumindest drei bislang unbekannte Bibelstellen gefunden haben, die teilweise auch recht wichtig sind, ne, weil sie sagen, eine Einordnung von dem König, sagen der Königswahl im Heiligen Land und warum die Bischöfe dagegen waren, dass es nicht einfach nur ein Argument war, sondern ein biblisches Argument, was dann gebracht wurde, weil dann sagen ein klarer Verweis auf Bibelstellen bzw. auf mehrere Psalmen dahinter ist. Das heißt aber trotzdem, dass das der große Unterschied. Ne? Also während ich, Sie hatten sagen gerade die für den analogen Weg, ne, dass man diesen Geruch hat, dass man das Verständnis hat. Das heißt, wenn ich analog arbeite und beispielsweise eben Bibelstellen in dem Text finden möchte, dann funktioniert das Ganze über die Ähnlichkeit, die ich in meinem Gedächtnis gespeichert habe. Ich habe das Gespür, hier ist irgendwas oder es klingt mir danach und danach gucke ich nach. Aber ich bin sozusagen auf der Bedeutungsebene. Ne, weil mir geht es sozusagen um den Textsinn und erst dann gucke ich nach, ob tatsächlich ich irgendwo was finde, wo die Wörter tatsächlich ähnlich sind. Und bei der Maschine geht das genau andersherum. Ne, die geht sozusagen auf der Zeichenebene. Das heißt sozusagen diese Repräsentation der Quelle in den einzelnen Buchstaben, was letztendlich sozusagen bestimmte Zeichen sind. Und diese Zeichenketten werden dann verglichen. Dann wird geguckt, ob ähnliche Muster drin sind. Und auf der Ebene funktioniert das Ganze. Und das Gleiche funktioniert so auch in der, sagen in der Bildanalyse. Ne, ich kann mir genauso beim digitalen Heraldik könnte ich mir die verschiedenen Handschriften nehmen und die händisch miteinander vergleichen. Ne, egal wo die liegen, und das ist schön, sagen im Internet. Ich kann, oder wenn ich das sage, IIIF, kann ich das im gleichen Viewer dann packen. Ob das in München ist, in der Schweiz oder in Paris. Ich kann mir die Manuskripte digital anzeigen lassen und miteinander vergleichen. Was ich aber auch machen kann, ist, das Bild zu nehmen, das Bild als Daten, nämlich als diese Folgen von Nullen und Einsen oder von verschiedenen Pixelwerten und bestimmte Muster in diesen Pixelwerten beispielsweise durch Verfahren des maschinellen Lernens erkennen zu lassen. Ja, weil es kommt ja nicht, hier an der Stelle kommt ja nicht das Bild als Bild rein, sondern es kommt die Nullen, Einsen bzw. die unterschiedlichen Werte rein, hier eben in den drei verschiedenen Schichten oder ich mache das davor noch binär, dass es dann ein Graustufenbild ist und das wird dann eingespeist und da werden dann bestimmte Zusammenhänge erkannt oder trainiert und dann kann ich beispielsweise auf diese Art und Weise mir alle Wappen annotieren lassen auf der einzelnen Bild und das kann ich dann hochskalieren und das sozusagen über ganze Handschriften oder beispielsweise einen gesamten Bestand, einen mittelalterlichen Bestand für die Bibliothèque Nationale de France machen. Ne, weil ich dieses Verfahren dann hochskalieren kann. Aber das funktioniert genauso. Es funktioniert nicht auf der Ebene, ich sehe was und denke, das ist was, sondern es funktioniert auf der Ebene, sagen, dass ich bestimmte Zusammenhänge, bestimmte Muster in den Pixeln habe. Und das kann ich dann noch weiterführen, kann ich Siegel machen oder ich kann beispielsweise Bildähnlichkeiten dann berechnen, das Ganze clustern lassen und so weiter. Das sind alles sozusagen Verfahren, die ich dann auf den Bilddaten nutzen kann. Ne, das heißt, dass diese datenbasierten Verfahren, ne, wenn wir die Daten ernst nehmen und wissen, sagen, wie sie entstanden sind, wenn wir auf diesen datenbasierten Verfahren, die funktionieren ganz anders als unsere herkömmlichen analogen Verfahren. Denn die datenbasierten Verfahren funktionieren grundsätzlich auf dieser Zeichenebene, ne, auf der Repräsentation der Information, ohne dass dann eine Bedeutung erstmal noch dahinter gegeben wird. Und das analoge Verfahren ist meistens oder funktioniert meist über die Bedeutungsebene, ne, dass ich was sehe, das einordne, ne, das ist typisch hermeneutische, dann kann ich das sozusagen verorten, sehe andere Dinge, verstehe besser und so weiter. Und das sind sagen, unterschiedliche Arten zu arbeiten, weswegen beide dann auch sagen, komplementär sind. Ne, also man kann nicht sagen, das eine oder andere ist besser oder nimmt man lieber das oder mit den digitalen Methoden kommt man weiter, sondern es ist nur anders. Aber das Ganze ist komplementär und das funktioniert beispielsweise genauso auch bei Topic Modeling und der Authorship-Attributen. Da geht es immer um Signale und um Muster in den Daten. Ja, das heißt, wir haben sozusagen neue Möglichkeiten, mit den Daten zu arbeiten, neue Methoden zu nutzen. Wir können das Ganze skalieren und wir können beispielsweise auch einen ganz wichtigen Schritt machen, nämlich den vom Kanon, das heißt sozusagen von den festgelegten Quellen, die wir immer benutzen, weil wir als Menschen nur eine bestimmte Anzahl von Quellen sagen, analysieren können und bearbeiten können und können sagen, von diesen Kanon dann wegkommen und den gesamten Korpus bearbeiten, ne? Wo sozusagen eher ein technischer
Hürde gibt noch, wie viel ich bearbeiten kann, aber nicht mehr sozusagen eine intellektuelle sozusagen. Genau. Aber, und das ist sozusagen der Punkt, und das führt mich noch sagen, zu dem zweiten Teil, und da werde ich sagen, ein bisschen wichtiger ist, nochmal für die Reflexion, Daten sind nicht gleich Daten. Ja, also wir haben die ganze Zeit gesagt, wir haben die Daten, die Quellen, die werden datafiziert, dann arbeiten wir damit. Aber hier an dieser Stelle, in dem Weg der Datafizierung, also wenn ich sagen, das analogen Text, ein analogen Bild, einen analogen Ton nehme und den in Datum umwandle, da passiert was. Ja, dann wird das verändert, dann passiert ein Prozess der Modellierung, beziehungsweise kann ich diese Daten nur umwandeln, wenn ich auch ein Modell habe, in welches diese Daten übertragen werden sollen. Ja, und das ist der Prozess der Modellierung, den es jetzt sozusagen in den zweiten Teil noch gehen soll, was so eine Art von Nadelöhr zwischen den Quellen und unseren Daten ist. Und ganz grundlegend definiert, festlegt, bestimmt, wie wir dann eigentlich mit den Daten, und das heißt sozusagen mit den digital repräsentierten Quellen, am Ende arbeiten können. Von daher ist es sozusagen ein ganz grundlegender Prozess, den wir immer mit reflektieren müssen, wenn wir eigentlich mit Daten arbeiten. Ja, das ist genau dieser Prozess, was man sagen, oder dass sozusagen ein Modell dahinter liegt und dass diese Daten in bestimmten Art und Weise bereitgestellt werden und nicht einfach da sind. Genau, nehmen wir zum Beispiel, um Ihnen kurz zu zeigen, oder was damit gemeint ist, weil wir hatten vorhin gesagt, dass hier eigentlich sagen nicht sagen mit der Handschrift, die wir jetzt beispielsweise im DFG-Viewer angucken, dass es nur eine Simulation einer analogen Quelle ist. Das ist nicht sozusagen eine Kopie, nicht irgendwie eine Reproduktion oder was auch immer im Sinne von, dass es das Original ersetzt, sondern was wir jetzt so finden, sind nur bestimmte Teile. Ne? Das ist kein Faksimile und das gibt stattdessen nur bestimmte Eigenschaften. Das, sagen der Originalquelle wieder und das aufgrund eines Datenmodells. Ne, einerseits die Metadaten, die wir dann hier haben, ne, wann und wo geschrieben und so weiter. Und zum anderen die Bilddaten. Und mehr als die Bilddaten haben wir hier auch nicht. Ne, also wir haben den Eindruck, wir sehen das Objekt, aber letztendlich ist es nur sagen, eine sichtbare, die Ebene sagen, der sichtbaren Daten, weil das Ganze kann man auch anders digitalisieren, beispielsweise. Ne, und dann haben wir hier so einen ich glaube, es war ein Haftbefehl aus dem 19. Jahrhundert, der dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zugeschrieben wird. Aber man findet keine Unterschrift. Aber wenn man das Ganze in Multispektralfotografie fotografiert und entsprechend sozusagen in Daten, auf dieser Ebene in Daten umwandelt, eben nicht auf der Ebene des sichtbaren Lichtes, sondern jenseits des sichtbaren Lichtes, dann sieht man hier auch die Unterschrift. Ja, das heißt, wenn ich aber das, das ist eine Sache, die ich mit dem Digitalisat hier im DFG-Viewer nicht machen könnte. Weil was da sozusagen modelliert ist, oder sagen das grundlegende Modell ist, einfach nur das sichtbare Licht und eine bestimmte Auflösung, ein bestimmter Farbraum, also in welche Farbe Farbraum gewählt wird und ein bestimmtes Datenformat. Ja, und das ist aber alles. Und das sind da ganz wenige Aspekte von dem, was die Handschrift eigentlich ausmacht. Ja, und sagen, dieses Beispiel mit der Multispektralfotografie zeigt Ihnen nur, dass es ganz viele andere Aspekte gibt, die aber sagen, in dem Modell, was hier zugrunde gelegt wird, bei der Digitalisierung nicht mit dabei ist. Ja, das ist was anderes wären beispielsweise, Papier, Wasserzeichen im Papier und solche Dinge oder die Dicke des Papiers, die Qualität des Gerüche beispielsweise, genau. Und auch sagen die Haptik, wenn man sozusagen drüber fährt, ob das sozusagen Vellum ist, das heißt sozusagen ganz weich oder fest und all das, oder ob das leicht knickt, all das ist sagen nicht mehr repräsentiert, sondern es geht wirklich nur um die Abbildung des sichtbaren Lichtes, was sozusagen von dem Objekt reflektiert wird. Genau. Und damit wären wir bei der Datenmodellierung, die an sich sozusagen einen engeren Begriff hat in der Informatik, meistens sozusagen für relationale Datenbanken, aber für die Geisteswissenschaften oder für die digitalen Geisteswissenschaften und Digital Humanities eine ganz andere Rolle nochmal spielt. Dann geht es darum, dass ein bestimmtes Segment der Welt in der Art und Weise repräsentiert wird, dass bestimmte Aspekte davon computable sind, also berechenbar sind. Und was meint das? Ja? Einzelne Aspekte, dass bei einer Modellierung ne, haben wir nicht sozusagen das ganze Objekt, sondern wir haben, wie hier der Landschaftsmaler die Landschaft malt, wir selektieren. Ne? Es gibt nur ganz bestimmte Aspekte, wie beispielsweise den Farbraum
den wir herauswählen oder den wir wählen, um ihn entsprechend dann in Daten abzubilden. Dabei kommt es in eine Abstraktion, ne? Dadurch, dass wir auch spätestens schon durch den Umstand, dass wir sagen, mit diskreten Werten arbeiten müssen, müssen wir immer abstrahieren. Ja, und wie der Maler beispielsweise eine Wiese mit einem Pinselstrich dann zieht, statt zu sagen, jedes einzelne einzelnen Grashalm, so haben wir dann auch hier sagen bei den Datenmodellen Abstraktion. Und das Ganze ist zweckgebunden, ne? Weil er wird sicherlich ein Bild malen, also wenn er malt, malt er für einen bestimmten Zweck und sagen nicht zweckfrei. Und er kann entweder, weiß ich nicht, eine Landkarte malen oder eben eine romantische Ansicht, aber er macht das immer einem bestimmten Zweck. Und genauso sind auch gesagt, gibt es kein Modell ohne Zweck. Ne, man kann eine Sache nicht modellieren, ohne dabei mindestens irgendeine bestimmte Absicht zu verfolgen. Und die spielen dann, all das zusammen spielt dann eine Rolle, wenn wir Sachen mit den Daten arbeiten. Ne? Also, dass die selektiert sind, abstrahiert sind und dass es in einer bestimmten Perspektive, einem bestimmten Zweck gebunden ist. Um jetzt vielleicht nochmal ein anderes Beispiel zu zeigen, wenn Sie einen Hund nehmen, entweder sagen die Klasse Hund oder einen ganz spezifischen Hund, ja, den können Sie dann auch ein Modell erstellen. Aber das Modell wird nie den ganzen Hund abbilden, sondern beispielsweise das Arteriensystem oder auch den Knochenbau oder beispielsweise, dass ein Hund eine Nase, Augen, eine Zähne hat und zwei Ohren hat und welchen Schwanz hat. Und wenn das die wichtigen Aspekte sind für Sie, dann passt das auch. Ne? Dann ist die Anzahl der Beine auch nicht so wichtig. Aber all das sind dann gleichwertige Modelle von Hund. Und das ist das Gleiche, was bei uns mit den Daten passiert. Ja, oder mit den Quellen oder den Weg von den Quellen zu den Daten, mit denen wir dann arbeiten. Ja, genauso wie dieser Hund können sozusagen auch unsere Daten am Ende aussehen und es sozusagen an uns zu fragen, ob das funktioniert oder nicht. Weil letztendlich ist kein Modell wie das andere. Ja, also es ist immer eine Repräsentation einer Sache und zwar zu einer bestimmten Art der Bearbeitung, sozusagen was Bestimmtes zu ermöglichen. Und George Box hat mal gesagt, 76 schon, all models are wrong, but some are useful. Ne, alle Modelle sind falsch, aber einige sind nützlich. Und das ist sozusagen das, was uns immer begleiten muss, wenn wir mit Daten arbeiten. Weil Daten sind immer in bestimmten Modellen geformt. Und diese Modelle sind erstmal alle falsch, ne, weil die sagen, nie alles abbilden. Also sie können in bestimmten Kontexten nützlich sein. Und deswegen können wir kein korrektes Modell erstellen, weil es einfach nicht gibt. Aber wir müssen uns immer fragen, was eigentlich sagen wrong ist, was falsch ist, damit wir sagen, ach, verantwortlich und verantwortungsvoll und reflektiert mit diesen Daten oder so modellierten Daten umgehen können. Weil ne, dieser Prozess der Verdatifizierung ist das, was im Hintergrund liegt und das bestimmt ganz grundlegend, was wir am Ende machen können. Ja, und wenn wir große Datafizierungs- oder sagen wir Digitalisierungskampagnen haben, das kostet viel Geld, viel Zeit. Und danach wird sich dann entscheiden, oder wir müssen gucken, was dann passiert und wir müssen das entsprechend einstellen, damit man das auch entsprechend nutzen kann am Ende. Und immer sozusagen verstehen, was dann eigentlich in diesem Prozess passiert ist. Und um das noch abzuschließen, sagen noch zwei, drei kleine Beispiele, um Ihnen zu zeigen, dass es schon bei den kleinsten Dingen anfängt. Ja, bei sowas wie der Textproduktion, einer Digitalisierung von den Städtechroniken. Die Städtechroniken wurden 1858, als die Historische Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gegründet wurde, hat man festgelegt, dass man ein Projekt macht, und zwar alle Chroniken der deutschen Städte als Edition herauszugeben. Und der erste Band ist dann 1862 erschienen. Insgesamt sind 37 Bände. Und der Plan war, dass diese Edition sowohl für die historische Forschung wie auch für die Literatur und für die sprachwissenschaftliche Forschung nützlich sind. Genau. Und wenn man sich erstmal schon die Edition anguckt, ja, und dann sieht man, dass das Arbeiten mit Modellen nicht eine Sache ist, die sozusagen auf das Digitale begrenzt ist, sondern es auch schon im Analogen mit Modellen gearbeitet wird. Ja, also weil schon dieser Druck oder die Edition bestimmten Modellen folgt und die Informationen, die sie uns präsentiert, nach bestimmten Modellen formt und auswählt. Ja, so wurden zum Beispiel diese Texte selektiert, es wurde gesagt, wurde definiert, was eine Chronik ist und was in dem Kontext der Edition keine Chronik ist, zum Beispiel Lieder. Obwohl die sagen, viel historiografisches Material bieten, wurden die aussortiert, genauso wie Familienchroniken, ne, wo auch diese die Grenze sehr schwer zu ziehen ist, was eine Chronik und was eine Familienchronik ist. Und dann wurden beispielsweise die Texte auch so weit beschnitten, dass zum Beispiel Ursprungsgeschichten von den einzelnen Städten rausgelassen wurden, weil man sagen, nur das als wertvoll erachtet hat in der Zeit, was sozusagen zeitgenössisch zu den Autoren passiert ist.
was zu den Chronisten passiert ist. Dann hat man beispielsweise die Reihenfolge der Texte geändert, damit das irgendwie mehr Sinn macht nach dem Verständnis der Ethoren. Und man hat die verschiedenen Überlieferungen verglichen und in einer sehr formalen Art und Weise, wie Sie das sehen und kennen, dann im Variantenapparat die verschiedenen Varianten angegeben. Ja, und das alles verfolgt ein Modell, also einfach zum formalen Modell der Darstellung und zum anderen auch verschiedenen Modellen, was eigentlich eine Chronik ist und was sozusagen hier repräsentiert wird. Und das Gleiche, dann diese Gebundenheit an ein bestimmtes Modell, haben wir auch, wenn wir versuchen, das Ganze zu digitalisieren. Ja, wie wir das in einem Kurs bei uns gemacht haben im letzten Wintersemester, wo wir, dann denkt man, wir digitalisieren jetzt die Städtechroniken, wir machen zumindest Band 1, die 400 Seiten. Dann denkt man, man wirft das so über den Scanner oder nimmt das Digitalisat, dann macht man OCR und dann ist das gut. Aber ist es nicht, bei Weitem nicht. Ne, wenn wir beispielsweise als Zielmodell, also als Datenmodell Plaintext haben wollen, dann gehen eine ganze Menge von Informationen beispielsweise durch diese Wahl des logischen Modells verloren. Passivsetzung, Sperrung, Antiqua-Passagen, ne, also wie Sie das hier, glaube ich, sehen, ne, wo dann zwischendrin Antiqua ist, wenn Sachen gesperrt sind oder irgendwie hervorgehoben sind. Das alles sind Sachen visuelle Merkmale, die der Setzer so gesetzt hat, die wir aber in dem Plaintext nicht ohne weiteres, wenn wir sagen, transkribieren, nicht ohne weiteres umsetzen können. Ne, in einem reinen Plaintext. Und wenn wir uns dann nochmal die Transkription selbst angucken, ne, dann weiß ich nicht, glaube ich, der erste Punkt wäre sowas wie, das schafft es. Ne, transkribiere ich das schafft es mit oder nicht? Sie sehen hierbei ausschließlich, dass sowohl ein Gratis als auch ein schafft es da ist. Und zumindest meine germanistische Kollegin meinte, das ist wichtig, weil nämlich sozusagen zumindest bis zum 19. Jahrhundert das unterschiedliche Wertigkeiten hatte, ne, ob man ein normales S oder ein schafft es setzt. Das heißt also, da ist eine wichtige Information, ein Aspekt der Quelle, den sie gern mit transkribiert haben wollte, was aber für mich wiederum als Historiker heißt, dass ich das Ganze erstmal normalisieren muss, bis ich es nutzen kann. Und das Gleiche sagen für die Frage eben der Darstellung SZ, ob das ein S und ein Z ist oder ein, sagen, einzelne Buchstabe. Und, ja, jetzt habe ich es schon angezeigt, wenn Sie hier das Wort innen sehen und hier das Jahrhundert, fällt Ihnen was auf? Das I ist sozusagen die gleiche Type, die dann genutzt wurde. Das heißt aber für mich, wenn ich das Wort nicht transkribieren möchte, muss ich hier jeweils ein I setzen, auch wenn Jahrhundert steht. Ich muss mich entscheiden, ob I oder J. Ah, das heißt, wenn ich das weiterverwenden will, nämlich auf dieser Datenebene, auf der Repräsentationsebene, dann muss ich das wieder weiterverwenden oder weiter verändern und dann irgendwann wieder diese ganzen I und J auflösen, ne, um das sozusagen dann semantisch anzureichern. Gleiche für Umlaute, aber auch solche Sachen wie Tabellen, Reklamanten, Zeilenzahlen. Und wie gesagt, wenn wir das sozusagen aus der Perspektive der digitalen Methoden denken, für uns ist klar, dann in zu lesen oder Jahrhundert zu lesen, es fällt gar nicht erst auf, dass das gleiche Buchstabe ist, aber für die Maschine ist es ein unterschiedlicher Code und die funktioniert dann anders. Ja, und so beispielsweise verschiedene Stufen, auf denen man Text dann annotieren kann, ne, von diplomatischen Transkriptionen das Ganze bereinigen, ne, wenn zum Beispiel das schafft es, dann wieder gerade gezogen wird oder die Trennung, die wir hier haben, zusammengefügt wird. Das Ganze kann man normalisieren, kann man lemmatisieren, man kann auch die Part of Speech danach auszeichnen und so weiter. Das sind ganz verschiedene Ebenen und damit verschiedene Arten von Modellen, die ich sozusagen in diesen Text dann repräsentieren kann. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wie ich dann auch eigentlich sozusagen den Text selbst nochmal in XML auszeichne. Ja, also wie ich den Text unterteile, in was für Stufen. Wie ich sagen, zwischen den Fußnoten und dem Variantenapparat Verweise setze, dann nochmal zu den unterschiedlichen anderen Textteilen, ob ich Personen oder Orte auszeichne und Maße oder ob ich auch sagen Part of Speech und Morphologie auszeichne. Und weil wir gerade von Personen sprachen, auch so ein Konzept wie Personen, eine Person auszuzeichnen und eine Person zu modellieren, stellt eine ganze Menge von Fragen und Anforderungen. Ja, ist schon die Frage, wie ich denn sagen, eigentlich sozusagen das transkribiere. Diejenigen, die Edition schon mal gemacht haben, wissen um die Schwierigkeiten. Was ist eigentlich ein Vorname? Was ist eigentlich ein Nachname? Nehme ich bei dem Vornamen, welche Stufe von dem Vornamen nehme ich? Wenn ich beispielsweise in den Gagen, aus den Gagenlisten am burgundischen Hof eine Person über 30 Jahre verfolgen kann, dann ist am Anfang der kleine Gernard, ja, das Johannchen. Und aus dem wird dann irgendwann der Gern oder normalisiere ich das zu Jean?
Ne? Und das sind jeweils, je nachdem, wie ich es abbilde, ist es unterschiedlich findbar dann in Quellen oder eben nicht, in meinen Daten oder eben nicht. Das Gleiche, was ist eigentlich ein Familienname, was ist ein Herkunftsname? Soll das nochmal ein eigenes Feld sein? Zum Beispiel Thomas von Aquin, ist von Aquin ein Familienname? Nee, natürlich nicht, ist eine Herkunftsbezeichnung. Aber dafür bräuchte ich eigentlich nochmal ein eigenes Feld. Und wie ist es sozusagen mit Spitznamen, Pseudonymen, Partikeln? Ja, und so kann ich sagen, immer weiter das ausdifferenzieren und muss irgendwann ein Modell finden, wie ich eine Person, schon allein den Namen einer Person, so repräsentieren kann, dass ich damit arbeiten kann, dass sie auffindbar ist, aber dass man das entsprechend nachnutzen kann und wichtige Informationen nicht verloren gehen. Ja, also ich könnte zum Beispiel den Stotterer dann auch als Familiennamen, aber er ist ja nicht der Familienname. Ja, aber dann, wenn ich das sozusagen einfach so setze, weil ich denke, ja, passt, ja, dann habe ich da eine wichtige Information verloren und Fehler in meinen Daten durch ein unangebrachtes Datenmodell reingebracht. Ja, gleich für Geburtsort oder für Geburtsjahr oder Angaben oder auch solche Sachen, wie Sachen, dass eine Person männlich, weiblich oder divers ist und die sie wechseln kann und dass ich auch die Dynamik sagen in so eine Entwicklung mit reinbringen kann. Das gleiche beispielsweise für Funktionen, ne, dass ich sage, ne, vorwiegend finden wir ja bestimmte Personen, war Politiker. Aber sie hat ja verschiedene andere Funktionen, ob man beispielsweise die mit abbildet und so weiter. Bis hin zur Desambiguierung und sagen auch der Möglichkeit, sagen, dass eine Person sich ändert oder dann eine unterschiedliche Identität annimmt. Womit wir sagen, letztendlich noch zu den Herausforderungen kommen. Wir sagen, gerade in dem Bereich der Geschichtswissenschaften und Geisteswissenschaften dann wichtig sind, ne, weil gerade solche Unsicherheiten, solche Dynamiken und aber solche Unsicherheiten müssen wir mit modellieren. Ne, und die müssen mit in das Datenmodell, weil sonst geht das alles verloren. Ne, sonst schaffen wir Fakten, die gar nicht da sind. Ja, beispielsweise, wenn die Dinge ambig sind. Ne? Also wenn ich eine bestimmte Lesung, einen bestimmten Text habe und ich muss dann in der Handschrift identifizieren, ob es das Wort ist oder das Wort. Das kann ich entweder dann einfach entscheiden. Und das hängt dann immer stark von sagen, meinem Vorwissen ab. Ne? Und dann kann der Nächste kommen, das ganz anders sehen. Wenn ich das aber einfach entscheide und dann dahinsetze, weil ich denke, ich habe ja schon recht haben, dann habe ich einen Fakt geschaffen. Ne? Und hinter dem man aber dadurch, dass wir dann nur noch mit den Daten arbeiten, nicht mehr zurückkommt. Jemand anderes würde sagen, weil man müsste erstmal wieder an die Handschrift gehen und alles wiederum nochmal kontrollieren, um genau solche Fehler dann zu finden. Oder man markiert die Unsicherheit. Das Gleiche, wenn wir Sachen Daten aufnehmen, strukturiert, wenn Dinge vage sind. Wenn dann da steht der große Berg, ja, dann müsste ich das noch in Bezug setzen. Und was ist eigentlich dann mit groß gemeint? Dass es instabil und kontextabhängig ist, ist auch klar, ne, dass bestimmte Dinge in bestimmten Regionen andere Dinge meinen und in bestimmten Zeiten. Oder auch, dass unsere Quellen nicht Fakten sind, sondern es nur Aussagen und dass wir auch diese verschiedenen Aussagen so modellieren müssen, dass alle erstmal die Möglichkeit haben, wahr zu sein. Und letztendlich die Unvollständigkeit. Ne? Und wir müssen uns überlegen, wie wir diese Modelle, ne, diesen Weg von der Quelle zum Datum so gestalten können, dass diese Unsicherheiten mittransportiert werden, mitreflektiert werden und dass sozusagen die Entscheidung, die ich treffe, auch transparent und nachvollziehbar habe. Und einen anderen Aspekt ist auch nochmal die Frage der Datenethik. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie ich sozusagen das überhaupt zustande bringen kann, sondern auch, was sozusagen die Konsequenzen meines Handelns sind, wenn ich so ein Modell entwerfe und wenn ich Daten datafiziere oder wenn ich Quellen datafiziere. Das sind solche Fragen wie Persönlichkeitsrecht natürlich, Datensouveränität, also dass ich beispielsweise indigene Daten entsprechend oder sagen von bestimmten Gruppen auch sozusagen das Recht gebe, über ihre Daten, über die Informationen über sich selbst entscheiden zu können. Aber auch die Verstetigung von Unrecht und von Vorurteilen, die sozusagen durch meine Modellierung dann in den digitalen Raum getragen werden und die dann nochmal eine ganz andere Wirkung entfalten, als wenn ich das sozusagen in einem Buch schreibe. Ne, wie hier mit diesem Grundsatz in dem Androgenu, der ist ein Bild, glaube ich, von 1906, der sich jetzt in dem Ethnologischen Museum im Humboldt-Forum befindet. Und da, das sieht man jetzt hier nicht, aber immer sagen, ach, glaube ich, sogar in dem Text, der drunter steht, aber in den Daten, in der Provenienzdatenbank als Geschenk an Wilhelm II. Markiert ist. Ne, wenn man genauer hinguckt, ist es kein Geschenk gewesen, sondern er wurde sehr bearbeitet und sagen, durch unterschiedliche Maßnahmen davon überzeugt, diesen endlich herzugeben. Ne, und musste sich erst eine Kopie bauen lassen oder wollte sich eine Kopie anfertigen lassen und hat dann am Ende das Original abgegeben. Und es war alles andere als ein Geschenk. Aber wenn ich sagen, einfach die Urkunden oder die Quellen übernehme aus dem Archiv oder aus den Beständen dann
Anfang 20. Jahrhundert. Und da steht Geschenk und dann schreibe ich das in meine Daten, dann verstetige ich sozusagen das Ganze. Und das hat dann nochmal eine ganz andere Wirkung und das sind Dinge, die man reflektieren muss. Ne, das Gleiche beispielsweise in dem Projekt Jeder Name zählt vom International Tracing Service in Bad Arolsen, wo Karteikarten von KZ-Inhaftierten und den Leuten, die im KZ umgekommen sind, digitalisiert werden in einem großen Citizen Science Projekt. Ja, wo ich dann auch in diesen Karteikarten dann markiert habe, hier glaube ich dann als irgendwo Zigeuner beispielsweise oder asozial, ja, all diese Sachen, die NS-Sprache. Und ja, dann ist die Frage, wie datafiziere ich das oder wie modelliere ich das? Soll ich diese gleichen Sprachgebrauch übernehmen? Dann verwende ich sozusagen, dann multipliziere ich ja sozusagen in den digitalen Raum hinein die NS-Sprache. Ja, und dann stellt sich die Frage, wie kann ich sowas modellieren und abbilden, ohne dass ich sagen, die Opfer nicht nochmal ein zweites Mal zu Opfern mache. Und vielleicht ein letztes Beispiel, was ihr vielleicht kennt von Eigenclass, was ein Klassifikationssystem ist, um Bilder zu beschreiben, was erst analog entstanden ist seit den 1950er Jahren und dann in ein digitales Format verwandelt wurde, als Normdaten zur Verfügung steht, um Bilder zu beschreiben. Und da hatten wir auch bis in den 2020 eine Liste, sagen, wo ganz viele kritische Begriffe, ne, also wie farbige Rassen in Amerika, asiatische Rassen, also wo eine stark rassistische Perspektive und zumindest eine Wahrnehmung, eine rassistische Wahrnehmung und Darstellung rassistische Begriffe verwendet wurden. Und die sind ja sagen, in dem Datenmodell zur Beschreibung von Bildern. Und die werden damit auch sagen, verstetigt. Und die Frage ist, ne, also wenn ich sagen, in einem Datenmodell nutze, inwieweit kann ich sagen, das dann irgendwann ändern, beziehungsweise muss ich auch reflektieren, was dann eigentlich passiert, weil ich ja alles dann immer hochskaliere. Genau, und das wurde dann nach Kritik 2020 dann überarbeitet und entsprechend sozusagen neutralisiert. Gut. Das ist sozusagen ein Ausblick oder ein kurzer Überblick, was eigentlich Daten sind, wie eigentlich sagen wir von der Quelle zum Datum kommen und dass auf dem Weg von der Quelle zum Datum eigentlich genau das hier in der Mitte, der eigentlich für uns allerentscheidendste Schritt ist. Ja, wie wir sagen, die verschiedenen Methoden, die wir dann anwenden können, über die wir meistens sprechen. Ja, also wie kann ich das irgendwie auszeichnen, wie kann ich das als Edition auszeichnen, publizieren, wie kann ich eine Entity machen und so weiter. Das sind alles sozusagen eigentlich nachgelagerte Probleme, weil wichtig ist, dass wir sagen, einen Blick auf unsere Grundlage schlechthin haben, nämlich auf unsere Daten und wie unsere Daten entstanden sind. Und ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass es einerseits natürlich das schon im Analogen gab, aber dass es für das Digitale noch viel wichtiger ist, ne, weil eben dieser Weg von der Quelle zum Datum ein ziemlich langer ist und wir entsprechend reflektiert dann mit den Daten umgehen müssen. Ne, das ist die eine Sache. Und zum anderen auch bestimmte Standards und finden müssen, wie wir überhaupt diesen Weg gehen. Ne, weil auch wenn ich vorhin sagte, dass wir in einer digitalen Gesellschaft leben, das ist noch nie wirklich für alle Teile der Geisteswissenschaften, wo wir noch dabei sind, viele Teile der unserer Quellen zu digitalisieren. Ne, also bei beispielsweise Archivbeständen sind es, glaube ich, bisher nur 2-3%, die digitalisiert sind. Und dass wir da reflektieren müssen, wie wir das machen können, genau sagen diese Fehler und die Schwierigkeiten zu vermeiden, dass wir keine falschen Fakten schaffen, sondern dass es möglichst immer sozusagen reversibel ist und dass ich zurückgehen kann, dass ich verstehe, wie die Daten entstanden sind. Ja, aber das heißt aber auch für Sie, wenn Sie digitale Methoden verwenden oder digitale Daten verwenden, dass Sie immer ein Kapitel zur Datenkritik mit einschließen müssen, wo Sie reflektieren, wie sind eigentlich meine Daten entstanden? Welches Modell liegt zugrunde? Was wurde abgebildet, was nicht? Ne? Weil es sind immer bestimmte Aspekte nur, die in einem Datenmodell landen. Und dann nicht das Ding an sich. Und von daher müssen wir auch im Kopf unterscheiden sagen, zwischen der Quelle und deren Repräsentation als Datum. Genau. Und ich hoffe, dass ich Ihnen dann ein bisschen zeigen konnte, ne, welche Bedeutung das eigentlich hat, sagen auch über diesen Prozess der Datafizierung nachzudenken. Und einen kleinen Werbeabschnitt noch ganz am Ende. Wenn Sie dann sagen, gerne noch mehr davon erfahren möchten, wissen möchten oder das gar studieren wollen in einem Masterstudiengang, Masterschwerpunkt, zumindest als Historiker, ne, im Bereich der Digital History, haben wir am 4. Juli einen Sommerschnuppern, nennen wir das, wo wir dann ein paar, 2-3 Stunden erklären eigentlich, was das ist, Digital History, was man da eigentlich macht in den Studiengang, also im Masterschwerpunkt und wie man es studieren kann und so weiter. Genau, und wenn Sie ein Interesse haben, können Sie sich da anmelden. Aber ich möchte natürlich auch sozusagen nicht die Studierenden aus Münster wegziehen, wobei es sozusagen in einem
es trotzdem ja ganz nett sein kann, sagen, von Offenburg nach Berlin zu gehen. Also das muss ich jetzt mal sagen, als persönliche Note noch dazu sagen. Genau, ganz herzlichen Dank und ich freue mich auf Ihre Fragen.